Servus und willkommen, Leute, bei Final Fantasy 9 Part 3. Wenn mich nicht alles komplett in den Arsch ficken sollte. In Part 3 werden wir uns jetzt die restlichen Items, die wir uns noch nicht geholt haben, zum Beispiel diese Potion oder hier dieses Potions-Zeugs, was wir hier haben, holen. Und ich muss sogar nochmal zurück, da habe ich was vergessen. Tut mir leid. Oder? Habe ich hier was vergessen? Hier habe ich tatsächlich Tatsache. Ich habe hier nämlich nebenbei ein kleines Heftchen stehen, worin steht, wo ich meine mein Augenmerk zu legen habe. Hier habe ich nämlich auch nochmal was vergessen. Goblin-Karte, okay. Wenn wir noch eine haben, dann können wir uns sogar mit Jack duellieren, wenn mich nicht alles täuscht. Im Laden drin haben wir noch 3 Gegenstände, ja. Ihr habt richtig gehört, 3 Gegenstände, die wir mitnehmen können. Nummer 1. Kampfpuddingkarte, haben wir sogar 5 Karten jetzt. Nummer 2, wenn die Dame sich jetzt mal wegbewegen würde, könnte ich sie holen. Nummer 2 müsste eine Karte sein. Ne, 27 Jill. Und Nummer 3 ist natürlich wieder die Frau im Weg und will, dass der Part langsamer mit weniger Effekt verläuft. Nummer 3, Potion. Alles klärchen. Wir hätten jetzt 5 Karten. Jetzt stellt sich die Frage, wollen wir tatsächlich hier spielen? Ne, wollen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe da keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt müssen wir nochmal zurücklatschen. Da haben wir nämlich 4 Gegenstände gleich nicht mitgenommen. Beziehungsweise, wir waren ja anfangs gar nicht da und konnten das gar nicht sehen. Das war nämlich der Bildschirm, wo wir reingeflogen sind hier. Ihr seht es schon. Da, wo Vivi sich am Tor quasi getroffen, also wo wir Vivi gesehen haben am Tor, Zombie-Karte. An der Statue müsste unser nächstes Ding sein. Diese Statue wurde errichtet, um die Heldentaten der Generälin Madeline im 9. Lindenblumischen Krieg im Jahre 1389 zu ehren. Im Alter von 13 Jahren stellte sich Madeline mit nur 9 Mann an ihrer Seite dem Feinden aus Lindblum. Ihr Mut und ihr Kampfgeist inspirierte alle nachfolgenden Generationen Alexandrias. Viel zu jung verstarb Madeline im Jahre 1401. Ach ja, das sind 2... Ich will gar nicht wissen, wie alt sie war. Ehrlich. Ganz ehrlich, das will ich gar nicht wissen. Damals. Nummer 1. Eine Portion. Eine Portion. Hier irgendwo, genau da müsste das nächste sein. Tridentos-Karte. Und hinten im Eck müsste noch eins sein. Aber das, wenn ich nicht auf Anhieb finde, habe ich kein... Oh, damals. Alles klärchen, Echsenmensch-Karte. Dann hätten wir jetzt alle Gegenstände bis zu dem Punkt, wo wir vorhin waren. Das werde ich ab jetzt immer so machen. Oh man, Aslik hier. Aslak, ey, Sheriff Kurane. Wir werden jetzt bis zum ersten Speicherpunkt unsere erste Aufnahme fortführen. Und danach werde ich direkt das Rendern anfangen. Ich hoffe, ich kann die Teile hochladen, bevor irgendwas passiert. Also bevor ich ein 38 bevor das andere Let's Play aufhört. Das denke ich mal, wird hinhauen. Wäre wirklich zu hart, wenn ich das nicht schaffe, muss ich ehrlich sagen. Wäre tatsächlich zu hart für mich. Jetzt verpisst euch doch eigentlich. Jetzt. Oh, Junge. Adele. Ah, jetzt ist er weg. Aber hier war doch was mal.
Das weiß ich noch. Ah. Da war was. So. Phoenix Down, das ist nicht gerade wenig. Ne? Schauen wir mal, kommen wir da rein? In Schlaf dürfen nur Adlige oder Leute mit Besitz eines Tickets. Na gut. Dann hat sich das eh erledigt. So. Dann wollen wir mal in die Seitenstraße wieder zurückgehen. Muss man sagen. Und durch die Seitenstraße einmal durch. Dann müssten wir jetzt... Hey, hier geht's lang. Ja, ja, kein Problem, ich bin schon da. Mach mal schneller hier in den Glockenturm rein. Ja, ja, Mensch. Geh mal in den Glockenturm rein. Glockenturm rein. Glockenturm rein. Hier klettern wir den Turm hoch. Ja klar, machen wir das. Kletter du schon mal voraus. Na klar. Wollen wir klettern? Ja, das wollen wir. Was guckst du so blöd? Tschuldi, Kupo. Der Kleine da ist ein Mori und heißt Kupo. Kupo. Kupo ist meine rechte Hand. Seid nett zueinander. Guten Tag, Kupo. Zur Wiedergutmachung trage ich dich auch in mein Notizbuch ein. Wenn du also mal auf die Memory Card speichern möchtest, dann wende dich einfach an uns Mogris, Kupo. Ach ja, und wenn du ein Zelt dabei hast, dann kannst du dich auch schlafen legen und deine HP und MP regenerieren. Kupo. Alles klar. Also, mach's, Kupo. Also, wir könnten dann mal los langsam. Ja, ja, wir gehen dann. Wieder einfach mit einer Hand und einer Leiter... Boah, das ist hier richtig hier Oberarmmuskeln. Sowas habe ich beispielsweise nicht mehr. Seit meiner Schulterverletzung. Na los, wo bleibst du denn? Ich komme gleich. Ich möchte mir erstmal die zwei... Bist du's, Kupo? Kupo, bist du's, Stillskin? Diese Aufmachung, du wirst doch nicht schon wieder auf Reisen gehen, Kupo. Doch, und diesmal könnte es eine ziemlich lange Reise werden. Ich vermisse dich jetzt schon, Kupo. Brauchst du nicht, ich schreib ja auch mal. Das ist nett, Kupo. Also, halt den Bommel steif. Sag Moschu und den anderen im Schloss auch alles Liebe von mir. Kupo. Kupo, Kupo, Kupo. So. War das ein Freund von dir? Genau, Kupo. Immer auf Reisen, Kupo. Hey, meinst du, du kommst bald mal? Ja klar, komm ich bald mal. Sogar sofort. Nachdem ich mir hier ein Zelt gestohlen habe und hier hinten auch nochmal was rausgegraben habe. Ja, ja, das ist eine Portion. Eine Portion, habt ihr verstanden? Leiter klettern. So. Nun aber schnell, sonst geht das Stück noch ohne uns los. Ja, ja, man. Don't you worry, child. Don't you... Was treibst du da? Komm endlich. Wie, du hast etwa Höhenangst? Keine Angst. Stell dir einfach vor, das hier wären gar nicht so hoch. Das hilft. Oh man, das ist ja so... Das ist echt wackelig, ey. Oh, scheiße, jetzt habe ich... Oh man. Oh, schon wieder? Keine Angst, habt ihr doch gesagt, glaubt mir, die Bretter halten. Jedenfalls meistens. Haben die also doch nicht gehalten. Naja, aber solche Details darfst du gar nicht so eng sehen. Aha. Arschloch. Echt, ey. Das gibt's ja wohl nicht, was der da mit uns macht. Das ist ja nicht nett. Das ist nicht nett. Ach, übrigens. Ich hab dich ja noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Vivia ist unser guter Mann. Vivi. Aha, Vivi also. Naja, auch ein Name. Ich heiße Puck, freut mich. Puck, du bist ein Fuck. Ich möchte darüber. Ich möchte darüber. Ich möchte da hinüber. Achso. Ach komm. Bitchfight. Scheiß drauf. Jetzt geht's dann los. Puh, endlich da. Zack.
ganz schön viel Kraft für eine Maus. Und hinter diesen Mauern hier erwartet uns bereits das Schloss. Los, auf geht's. Ich möchte aber noch nicht... Nein, ich möchte aber noch nicht. Bitte. Naja, jetzt fängt jedenfalls die Zwischensequenz an. Ich habe viel zu weit gespielt. Jetzt gibt's aber keinen Speicherpunkt, soweit ich das in Erinnerung habe, oder? Die nächste Zeit. Naja, dann wird das halt ein etwas längerer Part hier. Jetzt. Oh, wunderschön, diese Frau. Königin Garn. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Königin auf jeden Fall. Schwul, er schminkt sich. Schwul. Nee, Quatsch. Also jetzt hier fängt die Theateraufführung an. Die Königin, die Prinzessin fühlen sich ganz toll. Und es ist eine echt tolle Zwischensequenz, muss man schon sagen. Die Musiker fangen an zu spielen. Das Luftschiff, das Theater, die Theaterbühne erstreckt sich. Vivi, man sieht immer noch nur seine gelben Augen. Der Hauptmann, naja, ist schockiert. Die Königin feiert das Theater, obwohl es noch nicht mal angefangen hat. Kann man mal machen. Würde ich auch tun. Ist ja ganz klar. Er verbeugt sich. Hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen werden, ist eine Geschichte aus bereits längst vergangenen Tagen. Als ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird, fasst sie den kühnen Entschluss, das Schloss für immer zu verlassen, doch ihr Vater König Lear findet sie und bringt sie wieder zurück. Unsere Geschichte beginnt damit, wie Markus dies in Erfahrung bringt und sich Cornelias Vater zu allem entschlossen entgegenstellt. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch einen Hinweis an alle Versammelten. Ob ihre königliche Majestät, Königin Brane oder Prinzessin Garnet in der Ehrenloge, ob die verehrten adeligen Herrschaften auf den Rängen oder unsere Zuschauer auf den Dächern, bitte halten Sie alle Taschentücher bereit. Ihre Taschentücher bereit. Wow, welch eine Ansage. Der hat's einfach drauf gemacht. Der weiß, was er macht. Sieh dann. Dein Vater. Und nun wirst du auch noch deinen Liebsten entrissen, Markus. Oh, vom Schicksal betrogener Markus. Worauf kannst du noch Kraft für dein weiteres Leben schöpfen? Das geht mir zu schnell. Gegen das Unrecht für unseren Freund, lasst uns die Scharfrichter Königslayer sein. So geschehe es. Oh, es ist mir zu schnell. Damn, Bitch. Das ist mir echt zu schnell, Leute, ohne Scheiß. Attacke! Wir sind gekommen, um dir beizustehen, alter Freund. Mischt euch nicht ein. Was sprichst du da, Freund? Meine armen Brüder hat er umgebracht. Hinfort mit euch, elendes Pack. Wer sich mir in den Weg stellt, der soll nicht auf Gnade erhoffen. Er hebt eure Schwert gegen mich, so besiegelt ihr damit euer Schicksal. Der Zorn unseres Freundes wird dein Fegefeuer sein. Spüre den Schmerz unseres Freundes, Verdauens, das weiß ich. Damit unser zweiter Kampf. An diesem Kampf haben wir wirklich die Möglichkeit, irgendwas zu erklauen hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es einfach mal trotzdem. Magie. Angriff. Zack. Angriff. Zack. Angriff. Zack. Angriff. Zack. Nee, also wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwas zu klauen. Also von daher kein Stress für uns. Und jetzt. Volle Kanne auf den Boss hier. Einfach mal komplett auseinandernehmen, diesen Sack. Ja, also jetzt geht es ja darum, einfach nur Theater zu spielen und um uns einen Platz zu schaffen, in das Schloss einzubrechen. Was heißt einzubrechen? Wir haben ja Zutritt zum Schloss.
Von daher ist das ja kein Einbruch. Von daher. Also haben wir jetzt erstmal den Kampf wieder beendet. Und wenn diese langen schwarzen Bildschirme da sind, habe ich immer Angst. Glaub nicht, die Sache wäre damit beendet, Markus. Bleib stehen. Was zögerst du, Blank? Beruhige dich, Sidan, und denke doch erst einmal nach. Wenn Prinz Schneider und Prinzessin Cornelia heiraten, dann bringt das ihren beiden Ländern endlich Frieden. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird wieder alles gut und die Welt dreht sich im Frieden weiter. Da. Ah. Ha. Ho. Ha. Hu. Jetzt kommt übrigens die geilste Melodie eigentlich. Na, die zweitbeste Melodie, die ich kenne. Jetzt müssen wir eine Art Show-Event, du willst es ja nicht anders, ganz recht, eine Art Show-Event benutzen, folge Blanks Anweisungen und ja, X drücken, zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, rechts drücken, zack, X drücken, zack, Dreieck drücken, zack, links drücken, zack, X drücken, zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, zack, rechts drücken, zack, unterdrücken, zack, Kreis drücken, zack, Viereck drücken, zack, X drücken, zack, hoch, runter drücken, zack, links drücken, zack, Kreis drücken, zack, X drücken, zack, runterdrücken, zack, X drücken, zack, rechts drücken, zack, Dreieck drücken, zack, runterdrücken, zack, Viereck drücken, zack, links drücken, zack, Kreis drücken, zack, Dreieck drücken, zack, rechts drücken, zack, Kreis drücken, zack, links drücken, zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, Viereck drücken, zack, Kreis drücken, zack, runterdrücken, zack, Kreis drücken, zack, Viereck drücken, zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, Viereck drücken, zack, Kreis drücken, zack, Viereck drücken, zack, X drücken, zack. Oh, wir setzen das aneinander fort. So leicht kommst du mir nicht davon. Ich bin gespannt, wie viele wir schienen 80 zufrieden zu sein. Nee, das machen wir nochmal. Ich schien jedoch nicht zufrieden zu sein. Noch einmal bitte. Ich möchte es besser machen. Na dann los. Rechts drücken, zack, 3. Drücken, zack, X drücken, zack, 3. Drücken, zack, X drücken, zack, 3. Nein! X drücken, zack, 3. Drücken, zack, X drücken, zack, 3. Drücken, zack, zack, 3. Nein, ich hab keinen Bock mehr, echt. Ich werde jetzt gar nichts drücken. Einfach irgendwas. Die haben eh schon versagt, von daher werden wir uns das Ganze nicht noch weiter anschauen. Wir werden noch mal neu anfangen, einen letzten Versuch starten für diesen Part. Ja, das ist echt bodenlos hier bei uns gerade. Ich möchte mal sehen, wie viele wir wirklich begeistern. Mit solchen Aktionen hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Jetzt müsst ihr dann gleich vorbei. Jawohl. Wir setzen das aneinander fort. Natürlich setzt ihr das aneinander fort. 29. Okay, ein letztes Mal. Wir tun unser Bestes. Rechts drücken, zack, X drücken, zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, Dreieck drücken, zack, links drücken, zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, Dreieck drücken, zack, runterdrücken, zack, X drücken, zack, runterdrücken, zack, rechts drücken, zack, runterdrücken, zack, hoch drücken, zack, X drücken, zack, links drücken, zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, hoch drücken, zack, X drücken, zack, hoch drücken, zack, X drücken. Zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, Kreis drücken, zack, Dreieck drücken, zack, rechts drücken, zack, X drücken, zack, Kreis drücken, zack, links drücken, zack, X drücken, zack, Dreieck drücken, zack, Viereck drücken, zack, X drücken, zack, Kreis drücken, zack, rechts drücken, zack, Kreis drücken, zack, links drücken, zack, Dreieck drücken, zack, X drücken, zack, Viereck drücken, zack, runterdrücken, zack, Kreis drücken, zack, runterdrücken, zack, zack, hochdrücken, zack. Oh, das war jetzt nicht schlecht. Ich denke, oh, ich hoffe auf 90. 67.
Was? Oh, jetzt müssen wir aber noch ein Gutes machen, weil sonst kriegen wir gar keine guten Belohnungen. Na los, komm her, Bitch. X drücken, Zeit 3 drücken, Zeit X drücken, Zeit rechts drücken, Zeit X drücken, Zeit links drücken, Zeit 3 drücken, Zeit X drücken, Zeit 3 drücken, Zeit rechts drücken, Zeit hoch drücken, Zeit X drücken, Zeit runter drücken, Zeit 3 drücken, Zeit runter drücken, Zeit holen, Zeit hoch drücken, Zeit runter drücken, Zeit 3 drücken, Zeit X drücken, Zeit hoch, runter, runter. X drücken, Zeit 3 drücken, Zeit runter drücken, Zeit links drücken, Zeit 3 drücken, Zeit X drücken, Zeit 3 drücken, Zeit drücken, Zeit 3 drücken, Zeit X drücken, Zeit rechts drücken, Zeit runter drücken, Zeit X drücken, Zeit links drücken, Zeit 3 drücken, Zeit rechts drücken, Zeit X drücken, Zeit Kreis drücken, Zeit drücken, Zeit X drücken, Zeit 4 drücken, Zeit X drücken, Zeit hoch drücken, Zeit rechts drücken, Zeit hoch drücken, Zack, Viereck drücken, Zack, Zawoll, Zucker. Jetzt komm bitte. Och, come on. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ehrlich, ey. 460 Gil, oh man. Dass wir so schlecht waren, habe ich gar nicht gedacht. Clock, ouch. Urk, scrubum. Ah. Na, fertig mit umziehen sie dann schon, aber dieser Helm, der müffelt irgendwie. Ach du Armer, meiner müffelt nicht nur irgendwie, der stinkt wie die Pest. Die Rüstung sitzt auch nicht recht. Am Rücken kratzt mich irgendwas. In den Stiefeln steht der Schweiß. Die Handschuhe sind glitschig wie ein Aal. Und die Taschen voll mit Kekskrümmeln. Okay, ich hab's verstanden, aber sag mal, hast du die Viecher dabei, Blank? Na Logo, auf mich ist Verlass. Was denn sonst? Zack, bumm. Sehr gut. Also dann gehe ich erstmal der Prinzessin ein bisschen Schlafpulver in den Tee schütten. Genau, ein kleines Zeichen unserer Aufmerksamkeit sozusagen. Die ratzen ja wie die Weltmeister. Schloss Alexandria. Der nimmt einfach seinen Helm nicht mit, der Arsch. Schon assi. Okay. So, wir werden jetzt erstmal. Also, laut unseren Informationen befindet sich oberhalb der Treppe die Theaterlounge der Königsfamilie. Alles Klärchen, Bärchen. Ah ja. Jetzt kommt, glaube ich, die Szene, in der Markus sich in Cornelias Landhaus schleicht. Wir müssen unbedingt fertig sein, bevor der Akt zu Ende ist. Sehr schön. Wir werden uns jetzt trotzdem zuerst mal einen Speicherpunkt holen. Ne, der ist gar nicht hier. Tut mir leid, meine Friends. I am sorry. So sorry. I am sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Noch ist er nicht hier, das meine ich. Ziemlich ungewöhnliche Aufmachung. Verzeihung, würdet ihr mich bitte vorbeilassen? Gesichter haschen. Luke, Luke, habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Nein, eigentlich. Eigentlich bist du es nämlich auf die, die ich schon mein ganzes Leben lang warte. Bitte? Ihr wartet schon euer ganzes Leben lang auf mich? Genau. Seit du geboren wurdest, träume ich davon, dir hier eines Tages zu begegnen, weißt du? Ihr nehmt mich auf den Arm. Nicht doch. Also, wie könnte ich? Verzeiht, ich muss gehen. Ey, also wartet doch. Sag mir, haben wir uns nicht schon irgendwo getroffen? Nein. Ich. Nee, so ein hübsches Mädel kann ich nicht einfach so übersehen haben. Du bist doch nicht etwa. Hey, sieh dann, was geht da oben ab? Also. Ich muss los, bitte verzeiht. Motherfucker. Beeil dich, das war gerade Prinzessin Garnet. Was? Im Ernst? Seriously, Bitches? Ja, seriously, Bitches. Okay, Bitches. Furchtbar, sag ich. Furchtbar, sag ich. Unvorstellbar, sag ich. Das wird Königin Branna aber gar nicht gefallen, sag ich. Schnell, sag ich.
Oh, man. Zarg und Zon und Son heißen die beiden, glaube ich. Furchtbar zagig, furchtbar sagig. Oh man, ich hoffe, die Königin erfährt noch nichts von ihrem nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frage ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Erstmal so schnell wie möglich zu Königin Brane, zack, sag ich. Ja, dann lauf zur Königin, dann lauf doch, lauf zur Königin. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Schnell zur Königin Brane, zack, zahne ich. Ah ja, Motherfucker, ey. Eure Majestät, furchtbar, sage ich. Im Moment wünscht Ihre Majestät nicht gestört zu werden. Kommt später wieder. Ist das ein dringendes Anliegen? So ist das, sage ich. Dringend, sehr dringend, wahnsinnig dringend, sage ich. Wenn dem so ist, werde ich eure Botschaft überbringen. Ich bitte darum, zack, sage ich. Was blustert diese Beatrix sich mal wieder auf? Nun, worum geht es? Prinzessin Garnet ist... Blabla, Schwall, Schwall. Ganz furchtbar, zack, sag ich. Ich verstehe. Wartet hier einen Augenblick. Oh man, was hat die Garnet schon wieder angestellt? Ich versuche gerade das Stück zu genießen, also bitte ich nicht gestört zu werden. Ich bitte um Verzeihung, aber Prinzessin Garnet ist... Ach ja, wo ist Garnet überhaupt? Es scheint, als hätte sie das königliche Amulett genommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Wie bitte? Was denkt die Göre sich dabei? Generälin Beatrix, jawohl. Und auch ihr Hauptmann, Steiner, zur Stelle, schafft mir sofort Garnet wieder her. Sehr wohl, Eure Majestät, wie ihr befehlt, Eure Majestät, zu Befehl. Ja, jetzt schlüpfen wir in die Rolle von Hauptmann Steiner, dem Anführer der Pluto-Truppe. Pluto-Truppe, Kompanie angetreten. Nanu? Was ist denn da? Keiner da? Hauptmann Steiner, Kompanie zur Stelle. Was soll das, ihr Komiker? Wo ist der traurige Rest? Die anderen sechs, meine ich. Wo sind die? Warum habt ihr nichts an? Was soll dieser lächerliche Darbietung? Auf Befehl kommt von Königin Brane, zieht euch sofort was an, unsere Prinzessin Garnet. So. Jetzt aber, meine Kleinen, werden wir... Zack! Königsfeder erhalten. Die beiden... Wahnsinn, oder? Aber an der Geschichte ist wohl was dran, nicht zu fassen, aber du weißt immer als erster Bescheid, was, David? Potztausend, obwohl ich befohlen habe, die Prinzessin zu suchen, halten die Herren hier also ein Schwätzchen? Oh, Hauptmann, habt ihr das schon gehört? Weimar hat wohl was mit dieser Kellnerin, Resti, glaube ich. Interessiert mich das vielleicht, du Kretin? Kreton, geht sofort den Prinzessin suchen und zwar zackig. Schon unterwegs, Hauptmann. Dann hätten wir schon mal 2 von 6. 8. Und hier haben wir ein Mogri. Speichern. Ich speichere Coupon. Steckplatz 1. Frei. Und in diesem Sinne, meine kleinen Freunde und großen Freunde und Freundinnen, wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge und auch in der nächsten Aufnahmesession, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 9. Auf Wiedersehen, euer Brandy.